Viel Spaß. Egal, was ich jetzt viel Spaß. Let's go. Mit der Crewmate habe ich diesmal hier einen Task. Nee, habe ich nicht. So ein Mist. So, Laboratorie. Gehen wir mal wieder, wie üblich, rüber zum Laboratorie. Hier habe ich eine Task. Badutz, 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 badutz. Und fertig geht die Reise hier. Die Temperatur runterstellen. Zu kalt war es neulich in meiner Wohnung, als die Heizung ausgefallen ist. Dass ich nach einem Tag keine Heizung hier. Ja. Kam dann zum Glück der Handwerker. Hat es repariert. Und der Zweige stirbt als erster. Panda. Ich dachte, Pandas sind friedliche Wesen. Sie tun keiner Fliege was zuleide. Aber werde ich doch von einem umgebracht hier. Verdammt! Es muss eine Mauer dazu, Specimen. Risky. Dun, dun, dun. Alte Gewohnheiten hier wieder. Zweige stirbt als erster. Liegt auch ins Specimen. Ich habe den Report gesehen und bin dann so ehrlich gesagt. Aber ich habe nur gesehen, ja, die andere dass er nach unten gegangen ist, aber nicht mehr. Also nur, dass die Tür unten aufging. Ungünstig, wenn das Specimen stirbt. Wo waren wir denn gerade alle? Also wer war wo? Abgesehen von Red, da weiß ich, wo er war. Ich habe in Lights gerade gecampt und habe Phil vorne am Zaun gesehen. Richtung Deutschland. Ist der Lauf schon wieder zusammen rum, oder was? Leute. Hier, TJ ist im Auto. Redet euch. Oben am Baum, meinst du? Ja, oben. Alex, wo bist du denn? Bei den Wasserrädern. Mhm. Ich bin auch in O2 übrigens. Bestimmt, ja. Liz war gerade auch noch am Baum, da kam ich gegengelaufen. Ich bin gerade auf dem Weg ins Dropship. Ein Specimen sollte man halt nicht sterben, das ist das. Du warst am Baum. Doch, ich war am Baum. Was habe ich denn am Baum gemacht? Wahrscheinlich eine Tafel. Oder dran gepinkelt. Alter, es ist so spät. Es hört alles. Und wo kommst du? Kann sagen, dass ich quasi zwischen Communication Office und Weapon stehe. Von wo bist du gekommen? Von Weapons. Okay, und Don ist tot, stimmt aber was. Okay, also wir haben Don in Labs gefunden. An dem Tisch unter dem Teleskop. Und ich kann euch sagen, Proof, dass es Red nicht ist, weil wir beide den Scan gemacht haben. Und ich auf Red warten musste. Mal wieder. Leute, ich bin müde, werde mal fertig. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ich weiß wieder, was ich gemacht habe. Ich habe die Pegel eingestellt. Ja, das sehen hat mir geholfen. Ich weiß, dass jemand in Deacon war, als Red sich hat scannen lassen. Ich weiß aber nicht, wer es war. Okay, das heißt, ihr habt die Leiche rechts gefunden? Nee, sie ist links neben dem Tisch. So, wir waren beide am Scanner und haben es nicht gesehen. Am also Kratz. Vision reichte bis dahin nicht. You know? Ja, okay. Ich habe gesehen, dass jemand in meinem Specimen Room ein paar Mal die Tür aufgegangen ist. Also genau, das habe ich gesehen. Und einmal bei Josh und Scan war auch einmal offen. Ja gut, okay, aber die jetzt in O2 sind, können wir ja safe ausschließen, ne? Also ich kann Liz auf jeden Fall und TJ ausschließen. Schüppt. Panda war aus. Und Barbie ausschließen. Tja, obwohl es gibt. Ja. Und wenn Barbie unten in weiter geht's. Kann auch ausschließen. Weiter geht's. Als Geist mal ein paar Tasks machen. Nee, die wollte ich nicht reinschreiben. Wäre bestimmt ein cooler Spieletitel. Nach VVVVVVV jetzt TDDDDD. Sehr gut, habe ich die Task mal erledigt. Jemand ein Game Over Symbol. Pac-Man ist gestorben. So, geh mal rüber. Zack. Card Swipe Task, ja, da rieche ich auch immer wieder einen Kampf.
Das ist ja auch wieder. So, Upload. Zeit, sich zurückzulehnen. Kurz mal zu entspannen. Und weiter geht's. Weapons. Das Geist ist das dann alles noch ein bisschen entspannter. Kann man nicht mehr gekillt werden können. Mehr als tot kann man nicht sein. Tot als tot geht nicht. Schwierig. Das wäre dann schwierig. Doppelt zu sterben. Ich sag so oft schwierig. Ich höre zu viel Podcast von Sprechstunde. Das könnte relativ einfach werden jetzt, oder? Jawohl, ich würde mal sagen, Jungs und Mädels, die letzte Runde war richtig gut. I just solved the case. Ja, wollte ich auch gerade, aber du das zuerst. Ja? Ach, Sabi, sag du doch deine Findings. Nein, ich habe Angst. Okay. Okay. Ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Sehe vier Dots in Spessy. Ja. Ich sehe in Spessy, wie die kleinen Männchen flackern, weil mich plötzlich Kills passieren. Ich gehe nach Spessy rein, mir laufen Alex und Panda entgegen und in Spessy liegt Josh und Red. Oh, okay, das wusste ich jetzt nicht, dass Alex und Panda dir entgegengelaufen sind. Och, es ist so lächerlich. Der Einzige, der alleine rumlief, waren Phil und TJ. Doppelkill, ja, als ob die jetzt vor dem Doppelkill gemacht haben. Gehen, weil sie beide... Oh wei. Weder saß noch ansaß. Ja gut, Es war also ich war eigentlich auch alleine unterwegs, aber gut. Das wird jetzt als erstes rausgewotet. Wir waren halt nur zusammen, dann zwischendurch mein Admin-Office. Oh, Alex left the game. Naja. Ja, das, aber das ist natürlich auch, ich meine, ein Double-Kill in Spessy ist natürlich, das kann funktionieren. Aber sind die Imposter jetzt? Genau, in dem Moment, wo ihr an der Tür steht. Sind die Imposter jetzt geleftet? Was war das für eine Aktion? Letzte Runde. Dann wurde die doch raus und dann ist fertig. Kann man auch weitermachen, kann man auch die Tasks. Die jetzt geleftet. Nee, wir haben ja gesagt, wir machen die letzte Runde und in dem Fall ist es klar. Ja? Ich meine, das Einzige, was passiert ist, das ist die Late. Als ob das nicht zu Ende gespielt wird. Ja, aber. Also war trotzdem ein gutes Spiel, ja, auch wenn das natürlich schwierig ist. Ja, ich würde mal sagen. Oh, ich wurde rausgeworfen. Josh und Red haben es allen ein bisschen schwierig gemacht, wenn wir zusammen rumlaufen. Neue Herausforderung, meine Leute. Ja, auf der einen Seite, habe ich ja gerade schon gesagt, ja, ich finde das okay, ja, tatsächlich, weil ich finde es immer blöd, wenn man noch zusätzliche Regeln aufstellt. Auf der anderen Seite ist es natürlich echt anzig. Weil. Ja, danke, dass ich mitspielen durfte. Ich verabschiede mich. Weil es halt schwierig ist. Jawohl, hau rein. Es ist spät. Ciao. Ciao. Am Ende.